Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Republic Remastered. Und ich habe jetzt seit 2 Wochen nicht gespielt und muss jetzt erst wieder ein bisschen reinkommen. Und jetzt sehe ich hier gerade, ist das Regen? Was ist das hier oben? Ja, das wüsste ich auch gerne, weil Hope hatte doch mal gesagt, sie würde so gerne den Regen sehen. Also, das ist mysteriös. Ich dachte ja irgendwie, ob das hier unter der Erde ist, aber vielleicht ist ja da oben doch irgendwie, geht's da weiter. Ich sehe gerade, ich habe hier das Buch noch gar nicht geholt. Ich habe sie ja da in der Verwahrzelle beim letzten Mal abgestellt. Dann holen wir uns schnell mal das Buch da drüben noch, bevor es dann weitergeht in Richtung des Büros des Direktors, des Headmasters. Oh, das war auch nur eine Kassette. Ja, die kann ich ja irgendwie alle nicht angucken, wenn ich nicht ein Versteck von Daniel Sager finde. Irgendwo ist eine Tür auf und zu gegangen. Oder zumindest auf. So. Na gut, dann bringe ich es jetzt erstmal dahin. Und guck mal, was der Typ hier drinnen macht. Ich hatte mir ja das schon angeguckt mit den ganzen, ja, mit den Vorbildern quasi von. Das Ding ist, wie komme ich da rein? Ich schätze mal, ich muss dann. Okay, ich muss erst da rein. Aber da komme ich ja noch nicht rein. Das ist ja. Da brauche ich Omni 2. Vielleicht ist hier drinnen die Upgrade-Station. Das könnte ich mir vorstellen. Dann ist aber die Frage, was ich hier machen muss. Ist das hier auch wieder ein Rätsel? Hier kann man auf jeden Fall einen Knopf drücken. Hier kann man überall. Na hier auch. Da hinten auch. Aber ist bei jedem? Doch, es ist so ziemlich bei jedem ein Knopf. Also ich hatte mir ja die Info hier schon immer angeguckt und was der Treklasov, was der dazu sagt. Hier ist auch Regen. Es regnet hier von oben drauf. Also vielleicht sind wir doch nicht so weit unter der Erde. Das ist sehr interessant. Der guckt sich hier auch mal die Statuen an. Ja, aber die ganzen Dinger hier zu betätigen, ohne dass der Typ uns sieht, das ist natürlich ein bisschen heavy. Aber hier ist erstmal eine Wand und er geht ja wirklich nur hier an diesem. Was ist das hier? Auch ein Springbrunnen oder sowas? Da geht die Tür ganz laut auf. Oh, aber das stört ihn nicht. Der guckt sich nur die Statuen an. Kann ja mal passieren, dass hier die Tür von alleine auf und zu geht. Das stört ihn nicht. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das am geschicktesten? Am besten wäre es ja irgendwie, ich folge ihm. Aber man muss die bestimmt in irgendeiner Reihenfolge drücken. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht in der zeitlichen Reihenfolge? Moment mal. We owe a debt of gratitude to those giants whose shoulders we've stood upon. The earlier they lived, the larger their stature, and so the greater our debt. Ja, je früher sie lebten. Aber heißt das jetzt, dass ich quasi von vorne nach hinten muss? Oder von hinten nach vorne? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Okay, das war die Kassette, die kann ich noch nicht anschauen. Ah, das ist schwer. Also der olle Plato, das war der Älteste. Und dann kam, glaube ich, Karl der Große. Dann kam
kam vielleicht der Typ aus Amerika? Oder nee, dann kam erst der Japaner. Dann der Typ aus Amerika. Dann Lenin. Dann Eva Peron und dann am Ende Treglasov himself. Okay, das heißt, ich muss jetzt erstmal zu Plato gehen. Also ich hoffe mal, dass es dann so ist, wenn der sagt, ja, desto mehr schulden wir ihnen, aber es kann ja auch genau umgekehrt sein. Dass die Wichtigsten, der Wichtigste kommt dann am Ende. Ja, das habe ich jetzt auch schon vermutet. Aber wie komme ich da hin? Okay. Na, dann drück mal das Ding hier. Already activated? Ist das, wenn das hier heller ist, ist das aktiviert? Und der hier ist auch schon aktiviert? Also. Naja, das wäre dann der nächste. Dann ist das, ja, dann geht er schon in der Reihenfolge. Das war jetzt dann nochmal eine Hilfe wahrscheinlich. Dass Plato und Karl der Große, die sind schon aktiviert. Okay. Gut, gut. Dann kommt als nächstes der Japaner. Das heißt, ich muss aber ganz zurück. Da ist es natürlich toll. Aber kriegen wir hin. Ich nicht jetzt schon da hingehen? Oder? Naja, das ist zu riskant. Weil der dreht sich gleich um und dann. Sie braucht halt auch immer so ein bisschen, aber. Ja, wenn sie schleicht, ist das natürlich besser. So. Ja, guckt er sich eigentlich jede Statue an? Ja, ich weiß, aber ich muss ja immer ein bisschen warten bei diesem Spiel. So. Wackelt er jetzt weiter? Ja. So sieht's aus. Okay. Okay. Das war doch jetzt hier der nächste, oder? Genau, 1835. Dann, dann müsste der hier kommen. 1845. 1870. 1919, okay. Aber ich muss dann zu dem. Dann muss ich hier wieder zurück und zu Lenin und dann hier irgendwie außenrum oder so. Naja, ich guck mal, wie ich das am besten mache. So. Da stimmt was nicht. Hä?
Habe ich es jetzt doch falsch gemacht? Weil sie hat doch irgendwie gesagt, die ist bereits aktiviert. Muss ich die jetzt doch alle machen? Ich komme ja nicht mit, was das zu bedeuten hat, wenn die hier so eingefärbt sind. Ist das ein Blödsinn? Nee, jetzt muss ich dann nochmal zurück. Weil sie gesagt hat, sie ist bereits aktiviert. Da dachte ich, sie war schon aktiviert, aber naja. Jetzt ist die hier eingefärbt. Ach, ist das einfach nur die nächste, wo die Kamera ist, oder wie? Ach, komm, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Man kann es auch irgendwie noch verwirrender machen. Ich dachte, das hätte hier irgendwas zu bedeuten, aber nee. Das ist einfach nur... Ja, das ist einfach nur so. Okay, dann eben den ganzen Blödsinn nochmal. Ist already activated. Aber halt zum ersten Mal eigentlich activated. Ach, da geht hier oben irgendwie eine Lampe an. Jetzt ist die Lampe hier an, okay. Aber die ist auch so schwach. Naja, das ganze Spiel ist so dunkel. Hätte ich vielleicht... Naja, aber wenn ich es heller einstelle, das bringt ja auch nichts, weil... Dann ist mir das hier wieder zu hell. So. Wie sieht's aus, Kollege? Ah, sie rennt da dann bestimmt... total blöd quer durch den Raum. Deswegen muss ich hier ganz außen rum. Okay. Naja, wir haben ja Zeit. Alles kein Problem. So. Jetzt müsste aber auf jeden Fall... der Japaner drankommen. Bin ich echt total verwirrt, dass hier... Ich weiß auch nicht, was das soll. Warum ist der hier jetzt so eingefärbt? Total überflüssig. Ja, war wohl die richtige. Das ist gut möglich, dass wir jetzt endlich mal was richtig machen. Okay. Ich glaube, er stellt sich da bei Plato ja auch nochmal hin. So sieht's aus. Ja, aber jetzt könnte es eng werden. Wenn ich da jetzt hingehe, dann könnte der Winkel zu knapp sein. Deswegen warte ich hier nochmal. Und dann muss ich wieder ganz nach da. Naja, und dann da und dann ist es eigentlich geschafft. Da nochmal. Okay. Den warte ich auch noch ab. Ja. Ja, und jetzt müssen wir ganz darüber. Okay. Aber noch sieht es einigermaßen gut aus. War das jetzt so eine kluge Idee? Boah, wo ist denn der jetzt?
Okay, aber der sieht das da nicht. Okay. Und er merkt auch nicht, dass die Lichter über den Statuen angehen. Das stört ihn gar nicht. Dass es hier plötzlich ein bisschen heller wird. So, wo stellt er sich hin? Er stellt sich da nochmal hin. Okay. Ach ja, genau, jetzt kommt noch die Eva Peron. Okay. Und dann am Ende der Treklasov. Ja, diese Rätsel, die sind eigentlich ganz okay. Ah. Okay, zu der Kamera wollte ich nicht. Also die sind schon okay, aber es ist halt auch ein bisschen mehr so Futzelarbeit, so. Ja. Jetzt bin ich ja schon wieder beim Falschen. Was mache ich denn? Na gut. Wenn er hier sich hindreht. Dann sollte das klappen. Okay, noch eine. Na gut, dann warte ich hier mal ein bisschen ab, bis der wieder da vorbeiläuft. Also insgesamt, es hat schon eine coole Stimmung, das Spiel eigentlich. Es ist halt ziemlich langwierig, bis man an den Typen hier vorbeikommt, aber das hat ein Stealth-Game ja so ein bisschen an sich. Aber ja, man möchte natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Was ist jetzt mit dem Bibliothekar? Ja, ich kann Zahlen lesen. Und hier ist wieder das Verpixelte. Den sieht man nicht. Aber war er nicht auf dem einen Bild mit Franco? Da war er doch zu sehen, aber irgendwie in jung. Also da war er noch jünger. Okay. Ah ja, jetzt ist hier offen. Verstehe. Da ist die Upgrade-Station. Aber geht da die Tür auch wieder zu oder so? Kann ich sie da verstecken wirklich? Sieht mir noch nicht so aus. Ist dann auch die Frage, eigentlich habe ich ja dann, was ich brauche. Also ich könnte dann einfach zurückgehen. Ich müsste gar nicht mehr ins Büro des Direktors. Ist das eine gute Idee, wenn ich da reingehe? Ich meine, der könnte ja einfach drin sein. Oder ist dann Game Over? Ich weiß nicht, ob man hier... Did you hang up? Nee. Aber wir müssen ja warten, liebe Hope. Bis der jetzt vorbeigelaufen ist. Jedenfalls, ja... Ich werde natürlich reingucken, aber... Ohne zu wissen, ob das überhaupt so eine gute Idee ist. Okay. Ach so, ich bräuchte sie hier gar nicht drinnen, deshalb verstehe, aber da könnte ich mir einen Taser holen. Deshalb stelle ich sie mal dahin und... Juhu.
Das Lustige ist, da war jetzt irgendwie eine Szene zu sehen, wo wir gar nicht waren. Das ist immer ein bisschen merkwürdig. Ah, und ich habe auch, glaube ich, mehr Speicherplatz jetzt in der Batterie. Okay, wir haben wieder einen Taser. Ich glaube, ein Pfefferspray haben wir auch noch. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, dann geh mal dahin. Und dann versuchen wir mal. Dass wir da in das Büro kommen. Oder ich weiß jetzt gar nicht. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke. Ja, eigentlich habe ich jetzt doch mein Omni-Teil. Das heißt, ich könnte jetzt doch hier hin und da durchgehen. Trotzdem zeigt er mir noch als Wegpunkt das Büro des Direktors. Na gut. Ich bin gespannt. Ich habe hier auch keine Kamera. Das heißt, ich laufe jetzt hier ins Ungewisse. Versteckst du dich selbstständig? Everything is fine, sir. Fine? You were assaulted by a Prizrak. And you let altered copies of the man. Wo ist sie denn hin? Okay, sie ist wirklich unter dem Schreibtisch. Es ist so geil, dass man den hier nie sehen kann. Das ist echt ganz cool gemacht. Dass das sozusagen überall eingearbeitet ist. So, ich hole mir das dann da später. Jetzt hören wir uns erst nochmal das Streitgespräch hier an. I have the situation under control. I'm beginning to think your definition of control is different than mine. They don't respect you because you don't wear the uniform. It's a weakness. It puts you at risk. This is an historic night for us. There can be no room for error. I understand. Then you understand why Derringer will lead the arrival. What? I'm sorry, my dear. We all appreciate the fine work you do with the kids. But you lost sight of what's most important. Protecting me. So, I can lead the arrival. Murray, you speak the language of diplomacy. Derringer speaks the truth. Truth hurts. This isn't a dismissal. Derringer will still need your help when we get reset. Yes, sir. The mentor is an asset to our cause. I look forward to hearing her ideas going forward. Watch your step. She's weak. I hope that's all it is. Where was Murray when the Prizrak attacked her? The section, outside the library. I'll look into it. It's hard to know who to trust these days. Seems we're running a loyalty deficit around here. I don't mean you, Quinn, of course. I know I can trust you. Wait. I never forgot this before. Must be old age. No chance, sir. You just got a lot on your mind tonight. Quite so. Come, young man, let's get to the surface. Okay, wir sind unterirdisch. Nicht allzu tief, aber die gehen jetzt auf jeden Fall rauf. It sounds like that door leads to the surface. Ja. Aber wir kommen da nicht durch. Oh, ist hier viel zu entdecken. Da ist auch noch irgendwas. Ja,
also Mireille, die ist jetzt quasi raus aus dem Business. Der Derringer übernimmt die Organisation der Ankunft. Und, aber vielleicht war das ein Fehler von Treglasov, dass er die Mireille jetzt so vor den Kopf gestoßen hat, denn die, man weiß nicht so genau, was der ihre Motive sind. Die hat ja noch irgendwas gesucht, was wir angeblich gehabt haben.